Omas Dampfnudeln, ein leicht süßlicher Teig mit einem salzigen Boden. Wie du die salzige Kruste hinbekommst, das verrate ich dir jetzt in diesem Video. Und kommen wir auch gleich zu den Zutaten. Du brauchst dazu Mehl, Eigelb, frische Hefe, Butter, Zucker, Salz und warme Milch. Die ist ungefähr handwarm. Das Mehl kommt in die Schüssel der Knetmaschine hinein. Da mache ich eine kleine Mulde. Hinein kommt dann der Zucker. Die frische Hefe brösel ich direkt drüber, gieße mit der warmen Milch auf, decke das Ganze zu und lasse es 15 Minuten ruhen. Hier siehst du, es ist gut aufgegangen. Dann kommt das Salz mit am Rande hinein, die restliche Milch dazu und das Eigelb. Und schon knete ich das Ganze an. Die genauen Mengenangaben findest du unterhalb des Videos. Dort ist auch der Link, wo du es ausdrucken kannst. Die Butter gebe ich jetzt flöckchenweise mit hinein, die hat auch Zimmertemperatur, und verarbeite das Ganze zu einem glatten Teig, der dann anschließend 1 bis 2 Stunden ruhen darf. Hier decke ich ihn gleich ab und weiter geht's. Er ist gut aufgegangen. Nun kommt auf eine bemehlte Unterlage und jetzt forme ich mir noch ein bisschen länglich und mit einer Metallteigkarte steche ich mir das Ganze gleich in die Portionen. Da habe ich so ca. 80 Gramm Stücke gemacht. Du kannst aber auch gerne größer machen, wenn es für dich mehr sein sollte. Also gut 100, 120. Es ist auch noch wunderlich lecker. Und dann werde ich das Ganze rund schleifen, also richtig schön zu einer kleinen Kugel. Gefallen dir solche Rezepte? Dann verlinke ich dir gerne noch ein paar Heferezepte, die unheimlich lecker sind. Hier siehst du, wo du mir auf Instagram noch folgen kannst. Und gleich werden dir noch die Kanäle angezeigt, wo ich noch zu finden bin. Die Hefekugeln sind fertig, die dürfen 20 Minuten ruhen. In den 20 Minuten koche ich mir meinen Salz zu. Das heißt, einen halben Liter Wasser mit 2 Esslöffel Salz gut aufkochen, zur Seite stellen. In der Pfanne habe ich etwas Öl hineingetan. Das sollte ordentlich heiß werden. Da hinein kommen nach 20 Minuten meine kleinen Dampfnudelchen. Die dürfen kurz brutzeln. Das Öl ist also heiß genug. Und jetzt kommen 2 Schöpfkellen von dem Salzwasser hinein. Deswegen habe ich es erwärmt, damit es eben nicht so spritzt. Und nun schau dir an, wie gut die aufgehen. Sobald das Wasser verdampft ist, fangen sie unten an zu braten. Und dann dürfen sie auch, wenn sie braun genug sind, raus. So sehen sie dann aus, wenn sie fertig sind. Und Dampfnudeln, die werden nicht mit Messer und Gabel gegessen, die werden aufgerissen. Und das zeige ich dir jetzt. Schau dir mal an, sind die nicht toll geworden? Ich wünsche dir ganz viel Spaß am Nachmachen und freue mich, dich in eines der nächsten Videos wiederzusehen. Und falls du neu bist, lass mir doch ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines der nächsten Videos verpasst. Und hier hast du gerade die Salzkruste gesehen. Bis dann, deine Silke von Silkes Welt.